Ach ihr Lieben, der Garten ist so schön zurzeit. Das ist für mich ein unglaublich wichtiger Rückzugsort, gerade bei den Strapazen der letzten Wochen. Genau das, was ich brauche. Ruhe, Erholung, die finde ich hier, auch wenn ich am Gärtner bin. Und ja, heute gibt es noch einen Gartenrundgang. Das ist der dritte diesen Monat, weil einfach an allen Ecken gibt es irgendwas Schönes Neues. Ich habe dieses Jahr auch richtig Gas gegeben mit Mischkulturen. Also an verschiedenen Ecken gibt es auf jeden Fall zu zeigen, zu erzählen. Ich glaube, ich werde gar nicht wieder alles in dieses Video bekommen, aber ihr könnt euch auf eine schöne Gartenrunde freuen. Viele Nahaufnahmen, neue Blumen, Pflanzen, wie auch immer. Ich habe auch ein bisschen was Neues ausgesät. Andere Sachen sind gewachsen und so weiter und so fort, ne? Ich werde euch auch direkt mitnehmen. Vor eurer Nase ist nämlich eine Bananenpflanze. Und jetzt könnt ihr das richtig deutlich erkennen. Ich habe hier alles freigemacht, nochmal durchgebuddelt, die Sachen rausgeholt, die nicht drin bleiben sollen und gemulcht, wie ihr sehen könnt. Hinter euch oder neben euch, um euch herum ist ja mein Podest. Das zeige ich euch wahrscheinlich später. Da kommt das ganze Material auch hin. Da den Bereich habe ich nämlich freigemacht. Aber hier ist noch alles voll Blumen. Und gerade die Malvia vorne, die kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Aber was ich hier so alles getan hat, in diese Richtung, da ein paar versteckte kleine Pflanzen, das muss ich euch zeigen. Also, ich nehme euch mal mit. Für einen Überblick fangen wir mal mit dem Blick vom Gartenzaun an. Ihr habt den Weitwinkel, das ist nicht so alles so, wie ihr das normal kennt vom Blick. Deswegen ist es eher so ein streunender Blick und somit habt ihr meinen Garten auch in so einer komischen Form, natürlich auf der Linse, aber das verschafft uns jetzt ein wenig Überblick. Einmal, damit ihr euch orientieren könnt, hier vorne ist meine Ertragszone. Hier vorne ist ein Kiholbeet. Hier haben wir einzelne Tortenbeete mit Blumen, mit Gemüse und so weiter und so fort. Das Indianerbeet, dort ist noch ein Beet. Hier der Kartoffelacker, Erbsen, Bohnen und so weiter. Und dann gibt es an verschiedenen Ecken noch so kleine Hotspots, wo Blumen wachsen und so weiter und so fort. Kiholbeet lasse ich heute mal außen vor. Vielleicht habe ich da nachher noch was zu sagen. Auf jeden Fall eine Ecke bei den Blumen. Aber fangen wir hier mal an. Hier habe ich ja vor kurzem oder relativ kurzem mal ausgesät und euch das gezeigt. Dafür kommt ihr mal näher ran. Hier sieht es soweit wunderprächtig aus. Das Einzige, was nicht so durchgekommen ist, sind hier die ganzen Erbsen. Die wurden mir weggefuttert. 100 Pro, Wühlmäuse haben dieses Jahr richtig Gas gegeben. Ob es Mais war, ob es die Erbsen waren, ob es die Bohnen waren. Das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade einfallen. Ja, Gurke auch ganz appetitlich wohl gewesen. So, und jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Hier hatte ich ja so Superschmelz drin. Hier sind nur zwei Erbsen gekommen, aber ich habe hier gestern ohne Ende einzelne Erbsen rein. Einfach ein wildes Feld. Auch so spät. Ich weiß, diese kleinen Jungpflanzen, das erste kleine Stück, wenn die so 5 bis 10 cm, das soll richtig gut, süßlich, lecker für einen Salat sich eignen. Und das will ich ausprobieren, das will ich testen. Und wer weiß, vielleicht wächst das alles nachher dann doch noch so weit, dass ich vielleicht eine ein oder andere Erbse bekomme. So, hier haben wir Blumenkohl. Das war, glaube ich, auch noch einer. Ich habe es ein bisschen vergessen. Was wächst hier denn? Den können wir leicht rausziehen. Gejätet habe ich übrigens gestern. Alles mal freigemacht und neu ausgesät. Ach, hier geht schon einer auf. Ne, den drücke ich mal runter. Der hat noch hier. Ach, schaut mal einer, guck. Jetzt habe ich hier doch an der Pflanze ein paar vergessen. Aber alles nicht so schlimm. Ach, das kommt wahrscheinlich vom Gießen. Ja, dann spült sich immer ein bisschen was frei. Ja, wir haben übrigens rein zur Info, was mich auch dazu bewegt hat, diesen Rundgang zu machen. In 2 Stunden geht's los. Da kommen wir in die Zone der Unwetterwarnung, die auf uns hier oben auf jeden Fall wartet. Wir warten schon seit Tagen auf Regen, sehr, sehr lange auf Regen. Wir hatten zwischendurch mal eine Regenphase, aber ja, jetzt soll der Boden ein bisschen Wasser bekommen. Mich freut es persönlich. Das heißt auch zu Hause ein bisschen Pause. Der Garten, der kann sich alleine erholen. Ich muss nicht jeden Tag zum Gießen her. Und ja, somit kann man den Garten schön sich selber überlassen und auch andere Dinge tun. Ja, und hier vorne, das ist so am Wachsen, unglaublich, in welcher Geschwindigkeit. Diese Radieschen, die ich ausgesät habe, alle schon essbar, fertig. Das macht auf jeden Fall schon richtig Freude. Und damit ihr mal sehen könnt, wovon ich rede, ich werde mal ein bisschen was ernten. Da haben wir doch einen. Mal gucken. Ne, ist noch nicht so groß. Eher oben als unten. Ja, aber dass ihr das mal sehen könnt. Das sind die Eiszapfenradieschen. Jetzt verliere ich hier ein bisschen Gleichgewicht. So sehen die aus. Kann ich empfehlen, die werden sogar noch größer, wenn man möchte. Aber dann provoziert man natürlich ein bisschen Holzigkeit. Aber ein bisschen Puffer ist da noch. Oh, da flog was runter. Kann liegen bleiben. Den nehme ich mit. Und auch hier bei den Radieschen nebenan. Hui, die kann ich auch direkt mal alle mitnehmen.
hier mal so ein kleines Bündel. Ah, da waren zu kleiner noch zwischen, hätte ich noch wachsen lassen können. Normalerweise ist das so, dass ich immer die großen raushole. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Ah, da gibt es auch noch größere. Ich habe jetzt sogar, ja, nicht so wichtig, aber die Reihen sehen toll aus. Ich zeige euch das gleich auch nochmal vom Nahen. Ja, aber die Geschichtchen hier, also Radieschen, das ging richtig flott. In einem anderen Beet habe ich auch noch neu ausgesät, aber dazu kommen wir dann später. Ja, toll, kann man zufrieden sein. So, dann haben wir hier noch die Möhrchen. Ich gehe noch mal ein bisschen aus dem Bild raus. Und ja, Erbsen, Eiszapfenradieschen, die Möhren. Hier haben wir die roten Runden. Ich weiß jetzt die Sorte nicht mehr. Dort haben wir den Rosenkohl. Ja, und die Erbsen haben so ihre Zeit bald gehabt. Aber ich habe hier echt ordentlich ernten können, dafür, dass das gar nicht so groß wurde. Und die es umsetzen und so. Oh, hier sind ja doch noch dicke. Ich habe gerade schon ein paar genascht wieder. Eine Handvoll Erbsen kommt doch irgendwie rum. Gut, geht's weiter zum nächsten Beet. Hier habe ich ja gerade zuletzt einiges noch gezeigt. Hier vorne Zuckerhut, Paprika, Tomaten und so. Alles jetzt gerade nicht so zeigenswert, nicht so wichtig. Aber hier könnt ihr sehen, das ist richtig schön am Blühen. Da kann sich auf jeden Fall zeigen lassen. Verschiedene Mohnsorten, Phacelia, da ist ein Borage zwischen, leicht zu erkennen. Ah, kleiner Mohn. Ja. Dann nochmal eine bessere Aufnahme von dem Tomaten da hinten. Ich muss sagen, um Knoblauch habe ich mich nicht so kümmern können. Bei mir standen andere Sachen an. Kommt aber alles noch. So, das nächste Beet. Hier vorne habe ich ja das Beet mit Blattpetersilie, die Tomatenpflanzen, Salat und so weiter. Irgendwie ein ganz komischer Verlauf hier. Jetzt durch das Loch könnte ich mir vorstellen, dass die Wühlmäuse da drunter waren. Oh, da hängt die erste Tomate. Wow. Oh, da müssen wir an anderer Stelle auch noch mal gucken. Das ein oder andere entdecke ich ja auch gerne beim Gartenrundgang. Ja, aber ansonsten Salat hier ziemlich enttäuschend gewesen. Habe ich ein bisschen mehr Größe erwartet. Der macht sich so, der ist komplett weggestorben, trotz genug Wasser. Der andere auch. Die sind ziemlich mickrig, ziemlich früh in die Blüte. Aber das ist ja auch dem ja, milden Start vom Sommer auch verschuldet, dass gewisse Pflanzen dann sehr schnell hochgegangen sind. Ja, und hier hinter mir. Da ist ein Feld mit Kornblumen. Wunderschön. Da freue ich mich richtig dran. Ja. Ah, schön. Ist auch gut besucht. Ich sehe hier einiges rumfliegen. Ja, das sollte hier so Blühstreifen sein. Hier vorne habe ich ein bisschen Zwiebeln drin. Ja, aber allgemein, was kann ich sagen zu diesem Bereich? Hätte ich ein bisschen anders anlegen können, genauso wie das. Nicht ganz durchdacht. Ich dachte so, die Blumenmischungen bleiben eher am Boden, aber dass es so richtig hoch schießt, grundsätzlich bei den Blumenmischungen. Ja. Aber es gibt so an ein oder anderen Stellen auch mal tiefe Pflanzen zu entdecken. Da vorne ist eine kleine gelbe. Ja, aber hier sonst ansonsten unspektakulär. Ich freue mich über diese blaue Farbe, die in meinem Garten ist. Das ist auf jeden Fall, ich mag es bunt, wisst ihr. Ne? Steht ja schon im Titel. Gut. Gehen wir mal darüber. Ich würde sagen, das kann sich doch mittlerweile sehen lassen. Der Mais wunderbar am Wachsen, vereinzelt irgendwie mal Bohnen zwischen. Die meisten wurden mir weggefuttert, wie es aussieht. So viele sind da nicht übrig, müsste ich mal durchziehen, jetzt gerade nicht so wichtig. Selbst die Kürbispflanzen wunderbar und ja, ein paar Sonnenblumen haben sich noch dazwischen verirrt. Hier auch und ja, mit riesigen Blättern, da freue ich mich auch drüber. Die auf dem Weg lasse ich auch stehen, ich mähe da immer fleißig drum rum. Die Pflänzchen kriegen ihren Platz bei mir, wenn es jetzt nicht zu doll stört. Ja, also mit einer Distel würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja, also dieses Beet, mega gut und es findet auch immer mehr Mulch hier drauf. Ich habe ja gesagt, so Stück für Stück, je nach Material, genauso da vorne fehlt mir das auch. Ja, aber das kommt mit der Zeit, ne? Man hat halt nicht von heute auf morgen gleich so einen nachhaltigen Garten, das muss man sich aufbauen. Deswegen gab es in meinen Gartenrundgängen vom Titel her auch gern mal Schritt für Schritt zum Permakulturgarten drin. Darum geht's. Ich zeige hier Schritt für Schritt, wie man das angehen kann. Ganz viel intuitiv, aber es gibt natürlich auch ganz viel, was ich schon lernen durfte und an euch auch schon weitergeben durfte. So, das Beet ist jetzt dran. Das da. Und bevor wir zu dem kommen, was ihr jetzt nicht sehen könnt, könnt ihr gleich vorne bei euch im Bilde die Sonnenblumen sehen. Es sind alle durchgekommen.
Ich habe die ja umgepflanzt, die haben die in den Kopf hängen lassen und so weiter und so fort. Ich bin guter Dinge geblieben, werde belohnt, super, super schön. Dazwischen drin habe ich hier auch noch eine Kapuzinerkresse, einmal von links nach rechts. Hier habe ich Kohl reingemacht, ich habe vergessen, welcher es war, wahrscheinlich der Rotkohl. Kann aber auch nochmal ein Blumenkohl gewesen sein, Malve. Ja, da drüben auch eine Malve und dann schwenken wir mal nach rechts. Da ist dann auch noch ein Kohl übrig geblieben. Also einer ist auf jeden Fall ein Blumenkohl. Da vorne dann die Zitronenverbene, Lavendel, Mädchenauge und die weiße Minigurke. Hier hatte ich eigentlich auch noch eine Pepino drin, die ist futsch. Jetzt gibt es hier noch jede Menge Beikräuter. Ja, das ist dann irgendwann demnächst da dran und dann wird das auch gemulcht. Je nachdem, wie Material da ist, wie schon gesagt. Okay. Hier ist ein schöner freier Weg, da vorne habe ich auch weiter frei gemacht. Und das alles nicht ohne Grund, denn ich wollte wohin, beziehungsweise das Material brauchte ich fürs Indianerbeet. Und zwar gibt es hier was Neues zu bestaunen. Ich habe wieder ein bisschen gebastelt für meine Tomaten. Hier habe ich ja verschiedene Tomatenpflanzen drin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber ich habe mir auf jeden Fall notiert, welche wo drin ist. Und die eine oder andere, die wird hier auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Ich weiß aber, Zuckerbusch ist hier auch zwischen, von daher, ja. Werde ich jetzt nicht hier überall ausgeizen müssen. Bei den Buschtomaten ist ja, ne? Da soll man alle Betriebe dran lassen. Aber irgendwann braucht ihr auf jeden Fall auch Hilfe, um ein bisschen Gegengewicht zu bekommen. Ja, wow. Auch hier kommt der Kohlrabi langsam. Wunderschön. Hier ist schon größerer zu erkennen. Wunderbar. Ja. Und was gibt es hier Schönes zu bestaunen? Bei euch in die Linse hatte sich ein schöner Farbtupfer reinfällt. Das dürfte irgendwo hier in dem Bereich sein. Ja, aber was habe ich hier? Hier habe ich Blühwiese, habe ich hier jede Menge ausgesät gehabt. Und hier hatte ich ja noch eine Pflanze mitgebracht, eine Distel. Ich habe den Namen jetzt nicht mal 100% gekommen. Mariendistel, ist das richtig? Ja, Malven. Und hier haben wir auch nochmal das blaue Pflänzchen drin. Die blaue Blume, die Kornblume müsste das sein. Phacelia und so weiter und so fort. Und unten in den kleinen Ecken gibt es dann halt noch ein paar Entwicklungen, aber soweit nicht wichtig. Ich möchte euch jetzt die Distel zeigen. Ich will ein bisschen Werbung für Distel machen, auch wenn man sich an den Dingern wehtun kann. Natürlich, jetzt stehe ich in der Sonne, ist das natürlich ein sehr schönes Gewächs. Das möchte ich euch einmal von nahem zeigen. Dafür muss ich das Ganze einmal festhalten, sonst wird das nichts. So, ein wunderschönes Gewächs, wie ich finde. Und da sind halt noch andere Stellen, die jetzt hochkommen zum Blühen. Da. Echt wundervoll und ja, hat jetzt auf jeden Fall schon über einen Meter Wuchshöhe gewonnen. So, gehen wir mal da vorne weiter. Und zwar nicht in die Richtung, sondern da. Hier könnt ihr nun sehen, nach wie vor jede Menge Beikraut. War da noch nicht wirklich bei, ist nicht so schlimm. Ich habe letztes Jahr die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn ich das irgendwann mal so punktuell 1, 2, 3 Mal mache, dann kommen die Kartoffeln nachher super gut. Ja, und hier blüht das, wie gesagt, auch zwischen. Hier vorne habe ich ein wildes Stiefmütterchen, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise ich hatte noch einen zweiten Namen, den habe ich gerade nicht parat. Da vorne. Aber das Geschichtchen, da könnt ihr mal ins letzte Video gucken. Das habe ich da schon mal gezeigt, da gehe ich jetzt nicht rein. Würde das Video voll in die Länge ziehen. Ja, aber in den dicken Bohnen ist richtig was los. Wenn das mal nicht dicke Bohnen sind, dann weiß ich auch nicht. Echt heftig. Boah, sind die riesig. Die Läuse sind mittlerweile auch alle weg. Vielleicht kam das vom Gießen. Das, ne, die Blüten waren irgendwo futsch und dann war hier gar kein Betrieb mehr. Ja, aber jede Menge dicke Bohnen dran. Ich merke schon, ich habe jede Menge abzugeben. Von daher mal schauen, zu wem das findet. So, und damit der Kreis sich nun schließt, was den Bereich angeht. Hier vorne habe ich noch nach wie vor den schönen Klee, der wächst. Das zeige ich, wenn es nachher an die Blüte geht. So aber schon eine schöne Sache. Noch ein paar Kartoffeln, die sich ja verirrt hatten. So, und mit der Geschichte hier vorne möchte ich das abschließen. Ich habe hier das Wickengewächs, die Kichererbsen, also der Bereich. Hier vorne habe ich die normalen und es haben sich jetzt so viele Schoten da dran verirrt. Das ist alles voll. Ich bin total begeistert. Am besten, ich zeige euch das einmal. Da könnt ihr das sehen, das sieht doch echt super aus. Also hängt alles voll, ne? Also hier dick, 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 dick. Kein Ende, überall was zwischen. Das war bis vor einer Woche überhaupt nicht. Auf einmal kam die. Also das ist echt eine tolle Sache hier. Eine Art Käfigbegrenzung hier mit dem Holz links und da vorne, was ich da reingesteckt habe. So, und ich habe einfach mal einen Versuch gewagt, hier was zwischenzupacken, weil jemand mir geschrieben hat, ja, dass das natürlich tolle Stickstofflieferanten sind. Und dafür habe ich hier unten was reingepackt. Der da und an anderer Stelle auch nochmal. Da unten. Einfach mal gucken, was draus wird.
Ansonsten, ja, ein schöner Bereich. Ich bin gespannt, wie es nachher mit der Ernte ist. Hier gibt es auch Sonnenblumen, die sich verirrt haben. Ja. Okay, hier sind wir durch. Damit ich jetzt noch diese Ertragszone abschließen kann, gut, beim Kiho-Beet kommen wir nochmal an die Ecke, gibt es hier noch das ehemalige Zuschauerbeet. Die Tomaten haben auf jeden Fall schon einen wunderschönen Schub gekriegt und ich sehe hier auch schon die Blüten kommen. Also da hängen auch Blüten dran. Ne? Also das ist nur Tomaten-Area. Mal gucken, was da irgendwie noch zwischenkommt. Beikraut ohne Ende, das sieht gerade noch nicht so. Für euch fehlt der Kontrast, denke ich mal. Grün in grün. Hier hat sich Bauernschwild ausgesät. Hier haben wir noch die Ananasminzen, die Blödsinn. Bei dem rätsel ich immer noch, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Wow, ein sehr, sehr spezieller Geruch. Ich mag ja dieses Riechen, ne? So, und hier vorne, ja, ihr glaubt es nicht, das Knoblauchgras blüht. Das Geschichtchen sieht dann so aus. Spannend. Ja, hier unten ist das Knoblauchgras. Und dahinter der Currystrauch, da tut sich jetzt auch was. Echt spannend. Mal gucken, wie doll der noch duftet. Ja, es hat ein bisschen mehr gekriegt. Hier vorne gibt es noch einen Borage. Ja, und hier sieht man das. Ich liebe diese Blüten. Das sieht einfach so schön aus. Was eine Freude. Hier ist die Ananasminze, genau. Die denke ich aber, werde ich irgendwo mal einpflanzen, weil hier geht die ein bisschen unter, das ist viel zu wenig. Die braucht mehr Platz, die darf gern mehr Platz haben, weil ganz besonderer Geschmack. Und hier vorne, so schön, das ist alles nach wie vor die Kresse, ne? Also die kleinen Blätter kann ich kann euch das empfehlen. Packt das im Garten, lasst die Dinger mal wachsen. Das sind diese kleinen Päckchen, die ihr so aus dem Supermarkt kriegt. Die Geschichte ist das, nur ausgewachsen. Und ja, ich habe riesen Freude daran, direkt neben der Artischocke oder den Artischocken. Hier sieht es ein bisschen verlaust aus, alles voll Läuse. Die Ameisen haben da auf jeden Fall voll zu tun. Aber ja, die Pflanze sieht ansonsten gesund aus und jetzt nicht geschädigt. Sollen die weitermachen, gibt es nachher noch die Blüte. Ja, und bei den anderen habe ich dann halt auch noch Hoffnung. Also das hier eine schöne Sache. Auch hier Weizengras. Guckt euch das mal an. Auch schon so weit. Das kann man essen. Ihr kennt das ja. Toll. Echt eine Pracht. Aber beim Kiho-Beet gibt es noch was zu zeigen. Also erstmal haben wir hier überall die Nachtkerzen. Gar keine Frage. Das habe ich leider schon wieder vergessen. Vielleicht weiß das einer, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Hier haben wir eine Schwebfliege oder Bremse. Hallo? Ja? Die gehen immer so mit dem Finger mit. So, und hier haben wir auch nochmal so eine Distel. Echt wunderschön. Ja, das sieht hier richtig gut aus. Jetzt kriegt ihr nochmal meinen Blick. Also, hier haben wir die Distel. Bei dem frage ich mich, was das ist. Überrascht mich total hier bei dem Mangold, dass der so riesig wird. Guckt euch das mal an, ich bin 2 Meter groß, jetzt geht's in die Höhe. Ist auf jeden Fall größer als ich. Nun gut, wird irgendwann mir Saatgut schenken, aber ja, für die Beetplanung war das Mist, denn hier hinter haben wir die Erdbeeren und Tomaten und so. Und ja, das wirft natürlich Schatten, suboptimal. Da muss ich nochmal gucken, wie ich damit dann umgehe. Hier knickt er sogar schon um. Vielleicht ist er aber auch wieder entgegengekommen. Weiß ich nicht. Ja, also die Ertragszone, den Ertragszonenbereich habe ich fertig. Da gibt es aber natürlich noch mehr. Auch hinten noch im hinteren Bereich. Aber ich möchte zum nächsten Beetkomplex kommen. Ich habe hier so eine wilde Strategie verfolgt aus verschiedenen Beeten. Für die, die das noch nicht kennen und neu zu mir gefunden haben. Ja, hier vorne. Da wächst die bunte Beete in allen ihren Farben, ob gelb, ob rot-weiß, wie auch immer. Ich habe das ja schön verteilt, ist alles super am Kommen. Ich bin sehr glücklich hiermit. Es wird genug Beete für mich geben. Unten sind auch schon kleinere zu sehen. Ich suche euch mal was Zeigbares raus. Da könnt ihr das sehen, ordentlich am Wachsen. Na, ist das hier eine Erdbeere da unten? Ja, es verirrt sich immer mal was. Das hier müsste eine Ringelblume werden. Da vorne haben wir noch Rucola, der blüht, wunderschön. Hier eine Distel, die ich habe blühen lassen, ja, also die nehme ich nicht weg. Immer gut fürs Insektenbuffet. So, und ihr kennt mich, ich hüpfe ja gerne mal durch die Beete, deswegen gehen wir mal gegen den Uhrzeigersinn heute.
Ja, der Bereich, wunderschön. Also, ne, ich hatte ja schon ein paar Mal gezeigt mit den Tomaten, wunderschöner Fortschritt. Oh, hier hängt tolle. Oh, hier hängen auf jeden Fall schon ein paar Tomaten dran. Ich bin richtig happy. Wow, der Salat sieht auch super aus. Der ist in die Blüte geschossen, nimmt den Tomatenpflanzen natürlich Licht weg. Aber, und hier ist es anders als da hinten, hier hinter wächst eine Tomate, die super aussieht. Ne? Ja, ich denke mal, gefühlt seid ihr viel zu weit weg. Ich hole euch jetzt erstmal näher ran. Hui, da hat sich die Brennnessel gemeldet. Autsch, die sind bei mir so doll. So, aber ich glaube, das ist für euch noch nicht nah genug. Ihr wollt ja auch ein paar Tomaten sehen. Und hier an der Seite hat auch was Neues reingefunden. Damit fange ich an. Und zwar ist hier die Gartenmelde, die rote. Die andere habe ich ja schon vorgestellt im vorletzten Video. Und hier habe ich dann rote gekriegt, die habe ich vom Tomat gekriegt. Das ist die Tomatenpflanze, von der ich geredet habe. Selbst da sind auch schon Tomaten dran. Wunderbar. Der Zuckerhut, der Salat, der schon am Sprießen ist, viel zu viel. Da werde ich auf jeden Fall agieren. Ja, und das ist die Zuckerbursche und die stehen echt mega da und sehr früh jetzt auch schon mega da. Da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Der schöne Kopfsalat. Hier hängt dann nochmal eine Tomate. Hier schon etwas größer. Also sehe ich heute zum ersten Mal. Ich freue mich mega mäßig. Das ist echt schön. Neben dem Ganzen ganz unspektakulär. Ne? Oregano sieht super aus. Ich habe mich um die anderen Sachen aber nicht so sehr gekümmert. Das werde ich irgendwann mal aufräumen, euch wieder zeigen. Da sind auf jeden Fall Chili und Jalapeno auch zwischen. Die brauchen auch ein bisschen Beikrautbefreiung. Hier ist ordentlich an Saatgut drin, wie es aussieht. Ich sehe da vorne auch Kapuzinerkresse austreiben. Naja, okay. Das wird zu viel an dieser Stelle. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen von hier jetzt darüber. Wobei ich auch nur hier durchgehe. Gut, hier ist der Palmkohl. Da vorne ist noch die Tomate, da auch. Ich hatte hier Salat. Davon sehe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Oder bist du das? Ich habe keine Ahnung. Salat, bei manchen läuft gar nicht so gut. Da vorne auch Palmkohl und so. Dieses Beet ist nicht so wichtig, auch zu viel Beikraut. Hier, das ist die grüne Gartenmelde. Ja, aber wir gehen einmal in die Richtung. Denn hier ist einiges passiert. Nicht nur, dass ich mir ein Werkzeug gebaut habe, einen Griff- und Rillenzieher. Ja, das kann ich irgendwann anders euch mal zeigen im Detail. Ich finde mir gerne irgendwelche Sachen. Hier ist noch eine veralte Kapuzinerkresse. Hier habe ich noch einen Kohl, habe ich aus den letzten Schalen gerettet und auch so vereinzelt, weil ich nicht wusste, welcher das ist. Ja, und hier habe ich einfach wild ausgesät, Salat reingehauen, andere Kohlsorten, ein Chicorée oder was weiß ich. Und ach, hier ist einiges drin und das weiß ich leider nicht aus dem Kopf, deswegen brauche ich kurz Hilfe aus meinem Rucksack. Moment, hier ist auf jeden Fall Rosettenchicorée, ein roter, eine Stoppelrübe, auch so eine rote und noch ein Palmkohl, Nero di Toscana, Stoppelrüben, Zürcher und Rossa di Verona, so hieß Rosetten. Chicorée. Hui, mir ist die Luft aus. Dieses Hin und Her rennen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Nein, alles gut. So, und ein bisschen was von den Bildern kann ich euch auch zeigen. Wo habe ich sie denn da? Hier. Das ist einmal. Ich glaube, ich kann noch näher ran, oder? Der sieht dann so aus. Rosettenchicorée. So, und das ist die Stoppelrübe. Ihr könnt ja sehen, wie ich am Schwitzen bin. Mir läuft auch schon der Schweiß über die Nase. Das ist die Stoppelrübe. Da bin ich auch gespannt, wie das dann nachher so schmeckt, ob das was für mich ist. Immer schön ausprobieren. Salate sind hier zwischen. Ich habe auch einen Weißkohl zwischen. Ich habe, das waren dann noch Möhrchen auf jeden Fall wieder zwischen. Ich habe Radieschen zwischen, Eiszapfen und die anderen. Ja, das ist so das Wesentliche. So, ihr Lieben, ich brauch echt einmal kurz Wasser im Gesicht, sonst kann ich nicht weitermachen. Also den Bereich, schöne Sachen ausgesät. Die Möhrchen sind auch viel weiter, da kann ich mir auch noch was mitnehmen. Oh, ich darf die Radieschen nicht vergessen. Guck mal, das ist doch ein perfektes Timing. Ich suche mir noch mal ein schönes, großes Teil da raus. Aber so groß sind die noch nicht. Ein bisschen Geduld muss man da doch schon noch haben. Ja, aber ein bisschen was zum Snacken ist dabei. Den kann ich dann schon mal hier in tun, Mulchmaterial. Das nehme ich schon mal mit. Sicher das einmal. Aber ich werde jetzt einmal snacken und trinken. So, Möhrchen. Radieschen. Wisst ihr was? Ich verschaffe mir doch einfach mal ein bisschen Zeit. Ne? Hab doch irgendwo einen Behälter. Habe ich nicht. Okay. Naja.
Oh, ich brauche ein bisschen Pause gerade. So. Oh. Ich kann euch empfehlen, packt euch immer was in den Nacken. Wenn ihr es in der Hitze nicht aushaltet, könnt ihr auch so ein lauwarmes Handtuch um den Hals legen. Ja, ich habe mich entschlossen, ich mache den Gartenrundgang erstmal fertig. Aber einen kleinen Snack brauche ich. Ui. Oh, so lecker. Im Schatten. Solange ich da noch nicht beigehe. Ups. In den Schatten. So. Hunger werde ich auf jeden Fall kriegen. Sie wird nicht vergessen. So, ihr kommt wieder mit. Also hier bei den Erdbeeren gibt es nicht so viel zu zeigen. Beim Thymian auch noch nicht. Der verbreitet sich langsam. Also da oben und oben auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber noch nicht so zeigenswert. Zwiebeln, Erdbeeren werde ich euch jetzt auch nichts mehr zeigen. Aber hier ist schon der erste Kohlrabi, beziehungsweise ein anderer, der platzt hier schon ein bisschen auf oder ist aufgeplatzt. Vielleicht hat der mal zu viel Wasser gekriegt, da vorne auch. Wisst ihr das da draußen zufällig, ob das daran liegt, dass er zu viel Wasser gekriegt hat? Oder was ist der Grund, dass ein Kürbis aufplatzt? Also woran liegt es? Ja, die zwei sind zwar aufgeplatzt, also für mich überhaupt nicht schlimm, das ist alles essbar. Aber der sieht ganz besonders aus und den zeige ich euch jetzt von nahem. Ja. Tomate, Kürbis. Hier so richtig schön. Ich hole euch mal runter. Da ist er. Da ein richtig schönes Exemplar. Ja, ihr könnt es mit der Hand schon mal ein bisschen sehen, in welche Richtung das geht, von der Größe. Ja, oh, jetzt habe ich doch noch was vergessen. Ich habe ja hier noch die Gurken. Das ist ja die weiße Mini-Gurke. Und ich war vorhin schon mal im Gewächshaus, habe euch ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch jetzt reinschneiden werde. Eine große weiße Gurke ist bei Herbert im Gewächshaus schon zu sehen. Mir wurde gesagt, als ich die bekommen habe, dass die eher buschig ist. Da braucht man nichts zum Hochwachsen, Hochranken, wie auch immer sich das dann schimpft bei den Gurken. Und ja, Herbert hat zugemacht im Gewächshaus. Ich mache es jetzt so und ja, bin gespannt. Er hat einen gewissen Fortschritt natürlich. Gewächshaus, da geht sowas natürlich richtig ab. Das fehlt mir hier. Oh, jetzt zieht ein bisschen Wind vorbei. Ja, Banane habt ihr schon gesehen. Die Malve kennt ihr auch. Ich laufe jetzt mal ein bisschen um mein Podest und komme von der anderen Seite nochmal rein. Guck mal, wie gut versteckt ich schon bin. Also ein wunderbarer Sichtschutz. Hier vorne habe ich noch eine richtig schöne Ecke mit Malven. Das zeige ich euch gleich. Nur einmal zum Verständnis. Hier kann man einmal hinten rum. Da seht ihr mich schon wieder. Und ich habe mir meine Sitzgelegenheiten und ja, einen kleinen Feuerkorbgrill. Ja, und die Weide, die wächst mir in Anführungsstrichen über den Kopf. Das ist alles gewollt. Hier möchte ich was Schönes formen irgendwann. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Wollt ihr mal sehen, wie es hier drin aussieht? Ich glaube, das sieht man von außen gar nicht, wie groß das ist. Ich habe ja auch ein paar Pflänzchen stehen lassen. Da sammle ich so ein bisschen die Töpfe. Ja, das könnt ihr immer noch nicht sehen. Eine schöne Sitzecke, aber hat alles noch Potenzial. So oft sitze ich hier noch nicht. Das Sitzen muss ich euch nicht zeigen. Aber hier die Ecke, die ist wunderschön. Das muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich liebe diesen Bereich, auch hier so durchgehen zu können. Und darf ruhig sich mal ein bisschen verbiegen. Das ist mal auch mitten in den Bienen drin. Oh, wie schön. Fingerhut, Malve. Hier haben wir wieder die Nachtkerze. Ja, schön. Der eine oder andere wird mir wahrscheinlich den Tipp geben, hier die Rostblätter abmachen bei der Malve. Den Tipp kann ich weitergeben, das stimmt, macht die ab wegen Krankheit. Ich war da einfach nur bisher ja, zu faul zu, beziehungsweise war nicht dran. Mann, du bist ja mal richtig voll Pollen, du Hummel. Nun gut, die Stelle hier, das erinnert mich noch an eine Pflanze, die ich euch vergessen habe zu zeigen. Hinter euch. Und zwar gleich hier vorne. Das hier sieht nach einem Wickengewächs aus, obwohl es gerade senkrecht wächst und ich hier nicht so diese festhalte, aber die Blätter erinnern auf jeden Fall an eine Wicke. Wenn mir da einer helfen kann, was das ist, das würde mich sehr interessieren. Jetzt nochmal Nahaufnahmen, das schöne Gewächs hier. Vielleicht weiß das wer, auch hier von den Blättern. So, ich würde sagen, hier vorne bin ich nun durch, wie auch durchgeschwitzt, man sieht das mittlerweile auch. Egal, gehört dazu.
Ja, und wenn ihr glaubt, ich bin fertig, ich bin noch lange nicht fertig. Also da kommt noch auf jeden Fall ein bisschen was Sehenswertes auch am Ende. Mhm. Im hinteren Bereich werde ich euch noch was zeigen. Hier vorne habe ich ein bisschen Beikraut gejätet und jetzt sind die Pflanzen wieder ein bisschen doller zu sehen. Bei zwei habe ich schon wieder vergessen, was das war. Schaut es euch selber an. Dafür bin ich mal hoch zur Banane gestiegen. Und ja, hier vorne haben wir auf jeden Fall die Andenbeere. Die Tomatillo wird ohne Partner wohl nichts. Ja, Rosmarinpflänzchen wachsen vor sich hin an der Ecke, dann den Thymian. Ja, und ich glaube, die Artischocken könnt ihr mittlerweile erkennen. Eine totale Bereicherung für meinen Garten, was ich da so in Freude habe. Ja. Ananassalbe habe ich doch noch nicht umgepflanzt. Ja, und am Rand haben wir dann noch einmal die Rauke, die wilde Rauke oder die, ja, den Rucola, wie auch immer ihr das nennen wollt. So, und ja, ich habe noch zwei Pflänzchen mehr stehen lassen. Einmal das da und das da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es vielleicht in einem anderen Video erzählt. Ich habe es selber echt komplett vergessen, was ich da reingepackt habe. Einfach mal wachsen lassen. So, was gibt es denn noch zu sehen? Also da vorne gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Aber erstmal, bevor wir zu dem Bereich Hinterraum hinter euch kommen. Hallo, hier ist der Fenchel. Wir mögen uns sehr, sehr gerne. Na, auf jeden Fall. Ja, möchte in die Blüte, würde ich sagen. Ich bin kaum noch zu sehen, ist mir über den Kopf gewachsen. Was eine herrliche Pflanze, ja. Aber hier wird irgendwann mal, ich nenne es mal ausgegeizt, weil sonst nimmt das Überhand. Mal gucken. Das ist so ein prachtvoller Baum, was hier an Äpfeln drin hängt. Ja, echt toll. Aber wollt ihr mal die Äpfel sehen? Also ich freue mich jetzt schon riesig, weil diese Apfelsorte, die ich hier habe, oh, ich muss wieder gerade stehen, die ist äußerst schmackhaft. Orange Cox. Ah, toll. Da reichlich dran, ne? Also ihr könnt das sehen. Überall reichlich dran. Schön mit Ö. So, und ich bin ja ein sehr aufmerksamer Leser, ne? So ist es ja nicht. Ihr werdet das gemerkt haben, ich habe dieses Mal so meine Filmtechnik ein bisschen gemixt. Ich mag diesen Hubschrauberflug, so wurde es mal betituliert. Durch die Beete mag ich super, super gerne, aber es gibt ein paar da draußen, die können sich das nicht angucken, kriegen Migräneprobleme und so. Ich verstehe das. Ich habe lange genug an Migräne unter Migräne gelitten, habe das so weit in den Griff gekriegt, dass mich das nicht mehr belastet. Es kann echt heftig sein. Phasenweise kommt noch mal was, aber definitiv ganz anders, als das noch ja, vor nicht allzu langer Vergangenheit war. Also ich würde sagen, ich habe jetzt etwas über ein Jahr Ruhe. Kommt man das so sagen? Plus, minus 3 Monate oder so, ich habe keine Ahnung. Also ich habe hier so ein bisschen Kompromiss gefunden. Es soll ja auch etwas sein, was mir gefällt beim Filmen und was ich euch transportieren möchte. Ich möchte nicht komplett irgendwie jetzt eine Schiene gehen, um den einen zu befriedigen und den anderen. Ich denke, so der Kompromiss macht es dann am Ende. Und ich muss mich auch beim Filmen wohlfühlen, sonst wird das nichts. Also das Video, was ich jetzt, letztes Mal müsste es gewesen sein, hier die ganze Zeit, es hat kein Video gegeben, entweder so eins, weil das konnte ich spontan machen, ohne jetzt das Stativ wie in diesem Video immer hin und her zu stellen. Und somit habt ihr noch ein Video sehen können, ansonsten hätte es kein Video gegeben. Und dann ist es doch schöner, dass ich sowas mache, als gar nichts. Also es wird in Zukunft auch wieder sowas geben, so ist es nicht. Das ist auch etwas, was mich anfänglich total fasziniert hat, als ich hier angefangen habe. Da habe ich andere Videos gesehen, wo auch jemand das dokumentiert hat mit dem Schrebergarten und lief da so durch. Genau mit dieser Kameraansicht, wo ich immer so viel Kritik für kriege. Und mir persönlich gefällt das richtig gut. Das ist richtig angenehmes Gucken, wo ich mich so fühle, als ob ich mittendrin bin. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile. Ihr merkt das am Weitwinkel. Ich kann euch immer nicht gar nicht so weit ranholen. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch etwas weiter weg. Gefühlt sind es, nee, so gemessen wären es jetzt so circa 3 Meter. Aber jetzt läuft der Schweiß schon wieder ohne Ende. Jo, lass ich nicht verändern. Heute glänze ich mal ein bisschen. Ne? Nun gut, es gibt noch ein bisschen mehr zu zeigen. Ganz bin ich noch nicht fertig. In die Richtung gibt es noch was. Wildes Aussehen. Tomatenpflanzen, ersten habe ich auch schon, ne, mit meinem Tomatensystem versehen, habe ich glaube ich auch schon gezeigt im letzten, vorletzten Video irgendwie. Die Zwiebeln sehen auch super aus, das wird hier weiter wachsen, bin ich super, super glücklich mit. Ja, hier vorne haben wir noch Johannisbeeren, ne? Also die sehen super aus, zum Naschen auch wunderbar, für mehr brauche ich sie noch nicht. Ja, mein Garten befindet sich im Aufbau, mein persönliches Leben verändert sich nach und nach, sowas geht nicht von heute auf morgen.
Vor allen Dingen, wenn man mit einem, ich sage jetzt auch wieder Handicaps, obwohl mir dieses Wort auch nicht gefällt. Auch wenn man mit ein paar Handicaps zu kämpfen hat, also Stück für Stück, so wie ich das mache, nach meinen Energien, nach meinem Flow, klappt das wunderbar. Super gut. Da vorne gibt es noch schöne Mohnpflanzen, die will ich euch zeigen. Und dann habe ich euch ja noch versprochen, gibt es da hinten was Tolles. Ich habe getüftelt, gebastelt, unbedingt dranbleiben. Ja, hier vorne habe ich Mohn wild ausgesäten. War ja auch schon in der Erde drin, hatte ich von Anfang an diese Pflanzen. Kommt nicht von mir. Ich finde die echt schön, ne? Also da, wunderschön. So, jetzt kommen wir zum hinteren Bereich. Da habe ich getüftelt. Ich hatte den Sven zu Besuch. Wir spielen hier ja gerne Mandat. Und ja, das ist ein super schöner Platz. Hier hängt die Dartscheibe, ist gerade vor Wasser geschützt, weil es hier regnen soll. Oh mein Gott, ich sehe das noch. Das soll hier nicht hängen bleiben. Genauso wie das hier. So, fürs Dartspielen reichte unsere Rübe nicht. Und deswegen brauchen wir irgendwas zum Aufschreiben, zum Zählen und bisschen Ablagefläche. Und das ist ein ziemlich massives Ding. Runter, 70, 80 cm am Boden. Hier dann alles ein bisschen befestigt. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Ja, hier haben wir quasi eine kleine Schaukel, damit wir Getränke loswerden können. Und das befindet sich noch weiter im Aufbau. Zwischendrin überall grün. Ich mag das total gerne und wir freuen uns auch riesig daran. Also das hat sich schon bewährt gemacht. Außerdem habe ich ein bisschen gemalt und Schilder gebastelt. Das ist da zu sehen. Weil ich habe auch mal Gäste da. Wo kann ich denn pinkeln gehen? Ja, und jetzt habe ich es markiert. Jetzt findet das jeder, würde ich sagen, wenn ich ihn in eine Richtung schicke, ohne es speziell dann nochmal erklären zu müssen. Ja, wovon rede ich eigentlich? Das ist das hier. Ups. Die Pippi-Lounge, da ist sie. Da oben noch Dart, könnt ihr sie überhaupt sehen. Da habe ich Schilder gemacht. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat der Gartenrundgang gefallen. Für mich war es noch eine Riesenfreude. Tat richtig gut. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich vor diesem Wetter, was jetzt so ansteht, nicht mehr dazu komme, irgendwie ein Video zu drehen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich weiß nicht, ob das an diesem Wochenende noch online kommt. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine super schöne Ferienzeit, Urlaubszeit. Ich weiß, einige sind unterwegs. Ansonsten genießt eure Natur, genießt den Garten. Urlaub ist auch vor der Haustür. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die bis hier gekommen sind. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars, ich bin weg.